Das Samsung Galaxy Tab S10.5 halte ich hier in der Hand. Ich bin Amir von Curve.de und das Gerät habe ich in den letzten Tagen ausgiebig getestet. Das ist ja Samsungs neue Tablet-Serie, haben sie vor einem Monat in New York vorgestellt und löst quasi die etablierte Tab Pro-Serie ab. So viel ist dann auch gar nicht neu an dem Gerät verglichen mit dem Tab Pro. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon. Die augenscheinlichste ist natürlich die Optik. Und das schauen wir jetzt alles im Detail mal, auch was es hier an Software getan hat, was es an neuen Features gibt. Schauen wir uns im Detail jetzt mal an. Kommt ran und ich gebe euch einen kleinen Rundblick mit einem Fazit zu diesem Gerät. Also am augenscheinlichsten ist natürlich das ganze Design. War das Tab Pro noch so ein bisschen am Galaxy S4, also am Smartphone orientiert, ist das Galaxy Tab S10.5 oder auch das 8.4er, gibt ja noch eine kleine Version davon, jetzt deutlich näher am Samsung Galaxy S5. Die Rückseite hat diese Golfball-Optik, die man eben auch vom Smartphone kennt. Und der Rahmen ist jetzt hier in der weißen Version zumindest so bronzefarbenen. Das ist Geschmackssache, trifft bestimmt nicht jedermanns Geschmack, ist so ein bisschen, naja, sagen wir mal, dick aufgetragen. Gefällt mir aber ganz gut die Kante hier. Also das ist Plastik, ist aber so lackiert, dass es wirklich den Eindruck von Metall macht und dadurch sieht es relativ wertig aus. Ist auch gut verarbeitet, gibt kaum irgendwie breite Spaltmaße oder sowas. Wir haben natürlich an der Seite einen Micro-SD-Karten-Slot und auch einen Micro-SIM-Slot, weil wir hier die LTE-Version vorliegen haben, die dann auch mit 32 GB Speicher kommt. Es gibt aber auch eine Wi-Fi-Version, da ist dann natürlich auch ein Micro-SD-Karten-Slot, aber kein Micro-SIM-Slot. Hier oben haben wir noch einen Infrarot-Port, weil man natürlich mit dem Tab auch seine Fernseher zu Hause bedienen kann. Übrigens in einer sehr guten App, zeige ich euch gleich noch. Und dann haben wir rechts und links zwei Stereo-Lautsprecher, die für so ein Tablet auch ordentlich Wumms haben. Das Besondere an diesem Tab S ist jetzt tatsächlich, und das beeindruckt mich, es ist sehr, sehr leicht, 465 Gramm oder 467 Gramm. 2-3 Gramm weiß ich jetzt nicht genau, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr leicht. Eigentlich ist nur das Sony Xperia Tablet Z2 leichter als dieses Gerät hier. Und es ist extrem dünn, 6,6 mm haben wir und damit ist es verglichen jetzt mit einem iPad Air zum Beispiel nicht nur deutlich leichter, sondern auch fast einen Zentimeter dünner. Und das ist schon eine ordentliche Leistung und das merkt man, wenn man es so in der Hand hat. Also es fühlt sich fast schon fragil an. Natürlich auch dadurch, dass wir auf dem Rücken Plastik haben, wirkt es so etwas zerbrechlicher. Im Großen und Ganzen ist es aber ein sehr schöner Effekt, wirklich so ein schlankes, schmales und sehr, sehr leichtes Tablet in der Hand zu haben. Also da muss ich bin ja oft jemand, der über Samsung meckert und sagt, das mit dem ganzen Plastik, das muss alles nicht sein. Hier müsste es zwar auch nicht sein mit dem Plastik, ein Rücken aus Aluminium wäre natürlich schöner, aber dadurch ist es halt eben so leicht und das ist insgesamt schon sehr gelungen, was Samsung hier mit dem Tab S gebaut hat. Ein weiteres Merkmal, was mir jetzt nicht so wahnsinnig auffällt, man weiß aber darum natürlich, ist, die Tab Pros hatten WQHD-Displays, also Displays, die mit 2560x1440 Bildpunkten auflösen. Das ist beim Tab S auch so, nur während beim Tab Pro LCD zum Einsatz kam, haben wir hier ein Super AMOLED. Das ist ja so Samsungs Heimmarkt, diese Super AMOLED-Displays, die früher mal in der Anfangsphase der Smartphones dafür standen, dass sie besonders satte, kräftige Farben wiedergeben, während LCDs immer so ein bisschen blasser wirken. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, also man hat heutzutage bei einem LCD-Screen nicht mehr das Gefühl, das wirkt irgendwie pastellig oder blass. Trotzdem ist der AMOLED natürlich irgendwie ein bisschen leuchtintensiver und Samsung sagt natürlich, dass der hier den ganzen RGB-Farbraum besser abbildet und somit besonders für Fotos und Videos geeigneter wäre. Wie gesagt, ich als Nicht-Profi aus dem Bereich, also jetzt nicht jemand, der sich mit Fotografie oder groß Farbe, Design oder Grafik oder sowas auseinandersetzt, kann hier keinen großen Unterschied feststellen. Toll hat mir auch das Display vom Tab Pro gefallen, toll gefällt mir auch dieses Display, es ist ein wunderschönes Display. Und die Farben werden natürlich toll dargestellt und ganz toll ist natürlich, wenn man, das werdet ihr jetzt im Video nicht sehen können, weil das ist ja immer das Problem von Ultra-HD-Videos, ihr müsst natürlich ein Ultra-HD-fähiges Gerät haben, um das jetzt zu erkennen, aber wenn man sich solche Videos hier drauf anguckt, das ist schon schwer beeindruckend mit dieser hohen Auflösung und dieser Farbbrillanz, also man hat das Gefühl, man kann hier reingreifen und dafür ist dieses Galaxy Tab S 10.5 schon echt großartig. Also toller Schwenk hier über, weiß ich nicht, Grand Canyon. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr naturgetreu alles aus. Und das funktioniert extrem gut und da ist man immer wieder am Staunen, was heutzutage für eine Display-Technologie in so ein schmales Tablet hier eingebaut werden kann. Das ist schon schwer beeindruckend. Ansonsten haben wir im Inneren einen Octa-Core-Prozessor von Samsung, ein Exynos ist das. Also 8 Kerne nominell, 4 davon sind aber nur richtig hochgetaktet. Das heißt, eigentlich ist es ein 4+4-Kerner, weil dieser zweite Chipsatz mit den 4 Kernen, der taktet deutlich langsamer und ist eigentlich dafür da, so Nebenaufgaben zu übernehmen. Und das führt auch dazu, ich habe hier mal ein AnTuTu laufen lassen und das ist ja so der Standard-Benchmark, wer sich nicht auskennt, 34.000 Punkte, das ist nicht schlecht, das ist halt so aktueller Standard, das ist aber auch nicht wahnsinnig viel. Und das führt halt dazu, dass man jetzt auf dem Homescreen und im App-Drawer
eigentlich ein sehr flüssiges Erleben hat. Ihr habt es aber gerade gesehen, als Antutu zugegangen ist. Ich zeige es euch auch nochmal im Browser. Also hier sieht man auch nochmal, wie schön Webseiten dargestellt werden. Also das ist ja jetzt Curved. Und ihr seht schon, das sieht schon richtig, richtig knallscharf hier alles drauf aus. Und da macht Surfen halt richtig Spaß. Allerdings, wenn ich jetzt den Browser zumache, dann seht ihr, ich mache ihn mal hier zu, das ruckelt so ein bisschen beim Rausfahren. Also so richtig flüssig läuft das nicht und das ist bestimmt der hohen Auflösung geschuldet, obwohl hier 3 GB RAM auch drin sind und der Tatsache, dass der Prozessor eben zwar potent, aber nicht so übermäßig potent ist. 35.000 Punkte ist halt, das ist halt Standard aktuell, aber vielleicht bräuchte es für so ein Display in der Größe einfach noch ein bisschen mehr, um ein richtig flüssiges Erleben zu haben. Wir können uns natürlich auch mal irgendwie so eine High-End-App hier angucken, Anomaly 2, die ist ja grafisch sehr, sehr beeindruckend. Schauen wir mal ganz kurz rein. Da sieht man das auch, das läuft schon alles in Ordnung. Also man kann jetzt echt nicht meckern, dass es hier irgendwie großartig am Ruckeln oder Stottern wäre und man nicht spielen könnte. Nur so richtig flüssig ist es halt dann doch nicht. Und ja, ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ist halt ein bisschen schade, weil klar wäre es noch toller, wenn er vielleicht auch die GPU hier einfach noch ein bisschen potenter wäre. Ihr seht jetzt hier im Menü, das flutscht alles richtig dolle. Und dann gehe ich mal ins Spiel rein und natürlich Anomaly 2 ist echt ein Kracher, was die Grafik angeht. Da gibt es Explosionen an jeder Ecke und das fordert natürlich relativ viel. Aber man merkt es halt eben auch. Wobei ich glaube und ziemlich sicher bin, dass diese ganzen Games sowieso skalieren. Also das wird hier nicht die volle WQHD-Auflösung ausnutzen, sondern runterrechnen irgendwie. Und jetzt schauen wir mal, jetzt gibt es hier so einen Schwenk gleich, wenn ich nicht irre. Ja, über ein zerstörtes New York und da merkt ihr schon, das läuft schon flüssig, sieht ja auch toll aus hier mit den Lensflare-Effekten, aber es sind, oder hier so Schwaden, aber es ruckelt halt so ein bisschen. Optisch wahnsinnig beeindruckend, auch auf diesem Tablet, speziell auf diesem tollen Screen, aber eben nicht ganz, ganz flüssig. Und wer da wahnsinnig viel Wert drauf legt, der wird natürlich ein bisschen enttäuscht sein, vielleicht auch jetzt, seht ihr wieder. Das geht dann etwas ruckelig alles hier raus, wenn ich dann eben das beende. Das aber, wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau, muss ja aber mal gesagt werden. Und dann haben wir eigentlich so die technischen Werte soweit abgegrenzt. Jetzt zeige ich euch mal, was Samsung hier sehr, sehr Gutes an der Software gebaut hat. Vielleicht als allererstes mal, wenn ich nämlich das Gerät entsperre, gibt es hier einen Fingerabdruckscanner. Und zwar, ich habe das vorher eingegeben und jetzt müsste ich mit meinem Finger hier einfach so runter und dann steht da erkannt und das funktioniert tatsächlich. Manchmal, wenn ihr es nicht richtig trifft, dann gebt ihr euch aber auch noch einen Hinweis, so mittig streichen oder ganz von oben nach unten. Also meistens kriege ich es beim zweiten oder dritten Mal dann ganz gut hin, das Gerät zu entsperren. Ist eine praktische Sache und wenn es mal hier gar nicht klappen sollte, stand ja hier alternatives Passwort. Also man kann dann auch noch ein Passwort, das man vorher eingegeben hat, benutzen, um das Ganze zu entsperren. Auch noch sehr gut, ihr seht hier unten rechts und links zwei Icons. Das hat Samsung tatsächlich so gemacht, dass ich die halt mit dem Daumen bedienen kann. Also da habe ich hier natürlich den Schnellzugriff auf den App Drawer und sehr praktisch hier den Schnellzugriff auf den eingebauten Dateimanager, wenn man eben eigene Bilder hier sucht. Dateien, die man auf dem Tablet abgelegt hat. Das finde ich schon ziemlich cool gelöst. Was haben wir sonst noch? Wir haben ein relativ, also ich kenne das noch nicht, vielleicht gibt es das auch woanders, mir ist das zum ersten Mal untergekommen, ein Feature, das nennt sich Toolbox, finde ich auch sehr spannend. Ihr seht, da erscheint hier so ein kleiner Kreis mit 3 Punkten, den kann ich auch hinschieben, wo ich möchte. Der bleibt in jeder App oben, egal was ich anmache, ob ich einen Spiel anmache, der bleibt immer oben und wenn ich da drauf tippe, dann gehen so Schnellzugriffe auf bestimmte Apps auf, die kann ich aber auch frei belegen. Also wenn ich das dann hier oben auf Bearbeiten ziehe, dann kann ich festlegen, welche Apps da rein sollen und soweit ich das sehe, kann ich jede App, die installiert ist, da reinpacken. Und das finde ich ein sehr, sehr praktisches Feature, weil es eben auch so dezent ist. Also ich kann es mir hier oben hinlegen und dann kriege ich es fast gar nicht mit, habe es aber immer da oben. In jeder App, in der ich gerade bin, kann ich so auf Schnellzugriffe zugreifen. Natürlich, was man von Samsung kennt, schon seit eh und je, sind diese Multitasking-Apps. Also die gehen hier durch langes Drücken auf Zurück an der Seite auf und da kann ich dann eben Apps öffnen, die ich halt zweigeteilt, also gleichzeitig benutzen kann. Das ist jetzt nichts Neues, ist hier aber natürlich auch drauf. Was haben wir noch? Fand ich auch ganz lustig. Es gibt einen Download-Booster. Der gilt natürlich jetzt nur bei der LTE-Version. Und zwar, wenn ich den hier anschalte, dann wird beim Download nicht nur die WLAN-Verbindung, sondern zusätzlich auch noch die LTE-Verbindung benutzt, um besonders schnell runterzuladen. Gut, führt natürlich dazu, dass das LTE-Volumen geschmälert wird gleichzeitig. Aber wer jetzt irgendwie ganz dringend mal eine größere Datei ganz schnell runtersaugen muss, der kann das benutzen. Ich finde es als Machbarkeit eher lustig. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass ein Hersteller das so anbietet. So, und eins der Features, auf das Samsung eigentlich am stolzesten ist, was man auch groß in New York präsentiert hat, ist SideSync. Continuity ist ja so das Schlagwort der letzten Monate. Apple macht das ganz viel. Es geht ja darum, quasi das, was man auf dem Handy macht, auch auf dem Tablet oder auf dem Laptop zu haben und sozusagen kontinuierlich eben von einem Gerät aufs andere wechseln zu können. Samsung nutzt dafür SideSync. Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Ich habe hier ein Samsung Galaxy S5. Das geht meines Wissens aber mit allen möglichen Samsung Galaxy Geräten, die diese App eben unterstützen. Und zwar muss ich die App auch auf dem Telefon starten und dann erkennen die sich gegenseitig. So, und jetzt drücke ich mal hier drauf.
und dann verbinden die sich. Und was ich jetzt im Ergebnis habe, ist hier mein emuliertes Galaxy S5. Das heißt, mit sämtlichen Inhalten, die ich eben auch auf dem Telefon habe, die werden hier abgebildet. Also der Sinn davon soll tatsächlich sein, dass ich eben mein Telefon irgendwo hinlegen kann, mit dem Tablet auf dem Sofa rumliege und dann alle Funktionen des Telefons auch habe. Ich kann es natürlich auch minimieren, wenn es mich dann irgendwie nervt, kann es dann wieder größer machen, wenn ich es brauche. Ich kann es hin und her schieben. Ich kann es maximieren. Auch interessant. Es ist ganz cool. Es funktioniert natürlich relativ ruckelig. Also ich kann jetzt, ich habe mal probiert, jetzt wenn ich ein Spiel versuche zu spielen, das ist halt fast nicht spielbar. Ist aber auch nicht der Sinn der Sache. Ich frage mich nur zwischendurch schon, was genau ist jetzt der Sinn der Sache, dass ich das komplette Telefon hier emuliere. Natürlich ist es praktisch, ich kann so WhatsAppen, ich kann Telefonanrufe, eingehende Telefonanrufe beantworten, Nachrichten beantworten. Ich kann quasi alles machen, was ich auch am Telefon machen kann. Und das ist, wie gesagt, praktisch, wenn das Telefon eben im Nebenzimmer zum Aufladen liegt und ich es da auch lassen will, dann habe ich es halt hier drauf. Ob es jetzt dazu notwendig ist, diese ganze Telefonoberfläche hier zu emulieren, weiß ich nicht. Samsung versucht so, es ist eine interessante Idee, es ist auch ganz cool umgesetzt soweit, aber ihr seht, es ist halt eine Emulation und insofern natürlich wahrscheinlich auch sehr von der Verbindung abhängig. Jetzt liegt es halt hier direkt nebeneinander, das ist Wi-Fi Direct. Das heißt, wenn da ein bisschen mehr Abstand dazwischen ist, weiß ich auch nicht, ob das noch so wahnsinnig gut klappt. Kann man machen, lustige Idee. Aber wie ich vorhin auch schon sagte, ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also könnte man bestimmt auch irgendwie cleverer und kleiner regeln. Aber sie haben es nun mal so gemacht. Und ich will das jetzt nicht weiter dem Tablet anlasten. Wer es braucht, kann es eben benutzen. Das sind so grob die Software-Features hier drauf. Und im Prinzip haben wir das Tab S damit auch schon komplett angeguckt. Also sehr viel mehr hat sich halt nicht verändert zum Vorgänger. Fassen wir nochmal zusammen. AMOLED-Display statt LCD. Neues Gehäuse, das mehr ans Galaxy S5 denn ans S4 erinnert. Akkuleistung 7900 mAh Akku. Ihr seht, ich bin bei 77%. Ich habe es jetzt so, sagen wir mal, 4 Stunden nicht benutzt und 1 Stunde intensiv benutzt. Also ich gehe mal davon aus, der Akku wird, je nachdem wie intensiv ihr das nutzt, in einem Tag leer sein. Wenn ihr es halt liegen lasst in der Ecke, hält er bestimmt auch 2-3 Tage. Also das ist eigentlich Standard, nichts Besonderes dabei. Und die Leistung ist völlig ausreichend, aber hier werden keine neuen Performance-Maßstäbe gesetzt. Kostet die Version, die ich jetzt hier habe mit LTE, 5,99 €, die Version ohne LTE 4,99 €. Das ist tatsächlich nicht ganz billig, aber man bekommt dafür halt eines der aktuell hinsichtlich des Displays schönsten Tablets überhaupt. Also dieses WQHD Super AMOLED Display ist der Hammer, kann man nicht anders sagen. Leistung geht völlig in Ordnung. Es ist eines der schlanksten Tablets, dünnsten Tablets, es ist eines der leichtesten Tablets, die ich kenne. Und insofern, wer sich ein richtig schönes Tablet kaufen will und damit ordentlich was machen will, und auch, muss ich auch mal sagen, bin sonst kein Fan von Hersteller-UIs, aber diese Magazine UX hier von Samsung, die ist gelungen, die macht Spaß, damit kann man gut arbeiten. Das alles für 499 €, ist wie gesagt kein Schnäppchen, ist es aber aus meiner Sicht wert und definitiv eine gute Alternative zum iPad Air zum Beispiel oder zu Sonys Xperia Tablet Z2, wenn man eben nicht in diesem Ökosystem von Apple gebunden ist und sich auf sowas hier einlassen kann oder grundsätzlich kein Problem mit der Verarbeitungsqualität oder mit der Materialwahl vielmehr von Samsung hat. Das Samsung Galaxy Tab S 10.5, hier in der LTE-Variante, sonst als Wi-Fi und eben auch als 8,4-Variante gibt es das auch noch. Gutes Tablet, gefällt mir sehr schön und vollständigen Test lest ihr auf curve.de, zusammen dann auch mit der Bewertung in Noten. Das war Amir von Curve mit dem Galaxy Tab S.